unheilig. Das ist die Geschichte einer Band, die ohne aufwendige Castingshows, ohne riesige Marketingbudgets und nur durch ihre Musik seit Jahren eine beeindruckende Karriere hinlegt. Es ist ebenso die Geschichte eines Mannes, des Sängers der Band, der mit seinen Liedtexten, seiner Bescheidenheit und mit unermüdlicher Fanarbeit Sympathiewerte erzielt, wie sie selbst in der Musikwelt selten sind. Von einem Leben zwischen Konzertterminen, Videoclip-Dreh, Fanbegegnungen und einem Auftritt in der Fernsehshow von Frank, der Weddingplaner, erzählt dieser Film. Berlin-Columbia-Halle. Seit den frühen Morgenstunden sind die Crews von Unheilig und einem Filmteam dabei, die Technik für den Abend an den Start zu bekommen. Das heutige Konzert der laufenden Puppenspielertournee von Unheilig wird für eine DVD aufgezeichnet werden, die später im Jahr veröffentlicht wird. Die Columbia-Halle ist seit Wochen ausverkauft und fast 2000 Fans brennen darauf, dem Grafen und seiner Band einen begeisterten Empfang zu bereiten. Also ich bin der kleine Graf, mache das Licht für den großen Graf. Ja, und wir werden dafür sorgen, dass das heute eine wunderschöne Show wird, wie jeden Tag eigentlich. Viel zu sagen habe ich eigentlich nicht. Ein Lob an das Management, vielen, vielen Dank für die Unterstützung und ja, genießt die Show später. Also ich bin Piet, ich bin hier für den Sound verantwortlich, gebe mir zumindest die größte Mühe. Und das ist mein Arbeitsplatz. Breiter darf ich mich leider nicht machen und nicht ausbreiten, aber kommt schon gut hin. Macht wohl Spaß. Während die Crews routiniert aufbauen, schläft der Rest der Band noch im Hotelbus, dem sogenannten Nightliner. Anders der Sänger der Band, von seinen Fans der Graf genannt. Er ist bereits seit Stunden auf den Beinen und nimmt zusammen mit seinem Manager Markus Tombild die ersten Pressetermine des Tages wahr. Bei uns ist das immer so, wenn wir auf Tour sind, dann sind wir fast jeden Tag ja zusammen, also von morgens bis abends. Und bei der Puppenspieltour war es dann so, wir sind dann auch immer mit dem eigenen Wagen quasi von Show zu Show hinter dem Nightliner dann hergefahren, weil wir auch viele Termine noch hatten von Interviewtermine, Radiotermine und Autogrammtermine. Und da haben wir also die ganze Zeit auch immer geredet über die Musik und was man damit noch so, was man diese ganze Vision auch. Und da haben wir also im Grunde genommen schon eigentlich schon alles so klar gemacht, wie das Album 2010 auch heißen wird. Kaum ein Künstler erfreut sich seitens seiner Fans so großer Aufmerksamkeit und Verehrung wie der Graf. Doch einen selbstgebackenen Kuchen, dessen Zucker und Marzipanguss dem Artwork der aktuellen CD nachempfunden ist, bekommt auch er nicht jeden Tag Backstage geliefert. Ich muss jetzt mal aufpassen, dass ich nicht hinfalle. Boah, ist ja der Hammer. Nee, eine Treue. Wahnsinn. Hey, vielen Dank. Das ist ja cool. Wo war das letzte Mal? Görlitz, ne? Görlitz, ja krass. Jeder Hin und jede Flucht, jeder noch so weite Weg führte nur zu dir zurück. In diesen 10 Jahren ist es nie was entstanden, was von heute auf morgen zack, bumm, mit Geld gekauft worden ist. Wir kaufen uns jetzt einen Fernsehauftritt oder sonstiges. Auch wenn man diese Geschichte mit dem Frank the Wedding Planner nochmal rückwirkend betrachtet, das war ja auch so eine Geschichte, die einfach mit uns gewachsen ist. Ja, das ist aus den Fans gewachsen, dieses richtig. Ding. Ja. Genau wie Unheilig. Es ist also ein gesundes Wachstum und es wurde nie gekauft oder gefaked oder sonst wie irgendwelchen gecasteten Bands, wo einfach viel Geld in den Raum geworfen wird und sich teure Fernsehshows gekauft werden. Es ist ein Ding, was mit uns gewachsen ist und wo auch dann durch die Fans der Erfolg gekommen ist, nicht durch uns. Also wir geben vielleicht, oder du gibst das Futter dazu, sprich die Musik, aber eigentlich sind es die Fans, die es entscheiden. Und das ist das Tolle bei Unheilig. Ortswechsel. Festung Königstein. Maxi und Thomas wollen sich heute in der barocken Friedrichsburg das Ja-Wort geben, begleitet von den Kameras von Frank, dem Weddingplaner. Das war gar nichts gesagt. Die Überraschung muss ja so sein. Soundcheck? Also das ist dann richtig. Wenn die das dann vorher schon irgendwo dann schon was hören, die kommen dann da hier. Ja. Ich hoffe, die freuen sich dann auch, aber tun sie ja dann. Wahnsinn. Finde ich schon cool. Das Brautpaar fühlt sich musikalisch der sogenannten Wave- und Gothic-Szene zugehörig. Unheilig sind einer der Stars dieser Szene, nicht zuletzt wegen ihrer tiefgründigen, oft bewegenden Texte.
Noch wissen Maxi und Thomas nicht, dass die ihre Hochzeit unheilig spielen werden. Für die Band um den charismatischen Sänger Der Graf ist es nicht der erste Auftritt beim Weddingplaner und entsprechend entspannt bereitet man sich darauf vor. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Etwas mehr lauter Musik bitte. 1, 2, 3. Hast dein Lächeln gezaubert mit deinem Schimmel. Alles klar. Sprechen wir mal so ein bisschen bitte. 1, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Schön, schön. 1, 2, 3. Der Weg macht natürlich gleichzeitig Stimme. Und also wir machen das ja so. Wenn die kommen, lassen wir an deiner Seite laufen. Ja, hier. Jetzt brauchen wir noch die Außenpause, wenn ich so weit hätte. Ja. Wichtigste haben wir jetzt. Aber... Ich habe mit Henning Grammer tätowiert heute noch. Henning war ganz besorgt, weil er hat in dem MD-Player ist nur die Zugaben MD. Hier die. Mein Stern drauf. Ja. Genau. Deswegen wäre jetzt sozusagen an deiner Seite gar nicht machbar als Halbplayback. Aber da ist mein Stern als Halbplayback also, drauf. Er hat alle anderen Sachen mit. Aber da, wir haben mein Stern als Halbplayback. Ja. Ja, dann lass uns das doch singen als Halbplayback. Leider kein Hallgerät. Ich brauch's kein Hallgerät. Wir können mal gucken, wie das klingt. Und wenn es scheiße ist, dann zeitlich hin. Ich bin soweit fertig, ich wechsle gleich nochmal in mein T-Shirt und dann bin ich hier. Es ist soweit. Maxi und Thomas werden nun gleich dem Mann begegnen, der den schönsten Tag in ihrem Leben auch musikalisch zum einmaligen Ereignis machen soll. Wird die Überraschung gelingen? Ja, hier ist Markus. Hallo. Ja. Du, wir sind soweit. Wir können loslegen. Okay? 5 Minuten. Okay, alles klar, passt. Danke dir. Tschüss. Berlin-Columbia-Halle. Nur noch 30 Minuten bis zum Beginn der DVD-Aufzeichnung des heutigen Konzertes der Band Unheilig. Doch von Aufregung ist Backstage nichts zu spüren. Tontechniker und Filmcrew sind Routiniers und gewohnt, unter Zeitdruck zu arbeiten. Mit Keyboarder Henning ist nun auch der ruhende Pol der Band munter und bestens gelaunt am Start. Also ich bin Henning, seines Zeitens Keyboarder und Produzent von Unheilig und komme gerade vom Soundcheck. Alles gut gelaufen. Hier ist die Bühne richtig schön groß. Da geht es entlang durch die Tür. Und ja, fühlt sich heute sehr gut an. Sound ist richtig schön klasse. Ich brauche immer richtig Disco auf die Ohren, damit es auch Spaß macht. Und heute bin ich hier wieder in Doppelfunktion. Komm ruhig mal ein, Paul. Du störst wie immer. Und ja, wenn man Henning ein bisschen charakterisieren sollte, würde ich jetzt mal... Ja, ist ein ganz lieber. Also das ist ja, aber im Grunde genommen sind ja alle bei uns lieb. Aber bei Henning ist das so, als Beispiel, um es mal zu erklären, wenn man eine ganze Nacht schlecht geschlafen hat und man ist morgens total mies gelaunt und man steht auf und man sieht ihn, da muss man lachen und dann ist das Leben wieder schön. Das ist so. Wo Keyboarder Henning sich gerne ins Background-Getümmel stürzt und bei jeder Aufregung auch kurz vor dem Auftritt noch für jeden Unfug zu haben ist, zieht sich Gitarrist Licky lieber zurück und bereitet sich auf seine ganz eigene Art und Weise auf den großen Moment vor. So, willkommen im Unheilig Backstage-Raum. Es ist jetzt halbe Stunde vor der Show. Hier ist mein wichtigstes Arbeitsgerät, frisch beseitet. Spiele ich schon 20 Jahre, hüte ich auch wie mein Augapfel. Und ich mache meist die letzte Viertelstunde vor der Show, habe ich hier so einen kleinen Kopfhörerverstärker und spiele mich dann hier warm. Ja, das ist somit das Wichtigste, was man auf der Tour dabei haben muss. Und außerdem noch, ganz wichtig, die Badeschlappen, um dem Fußpilz vorzubeugen. Ich hatte vorher, ich habe schon mit vielen Musikern irgendwie zusammengearbeitet und so, und viele Musiker haben immer so ein riesen Ego, was die mit sich rumschieben. Also es ist dann so, da kommt man gar nicht an den Menschen ran irgendwie und kriegt gar nicht mit, was das für ein Mensch ist, weil nur dieses Ego da steht. Und bei Licky ist das einfach so, das ist auch wieder ein ganz herzlicher, lieber Mensch und der liebt seine Musik und seine Gitarre und wie er Gitarre spielt über alles. Ich habe auch noch nie einen gesehen, der mit der Gitarre aufs Hotelzimmer geht, der die nie abgibt, wenn wir ins Ausland fliegen, gibt jeder sein Gepäck ab, aber Licky hat einen Sitz für seine Gitarre. Vor ein paar Wochen auf dem Meralina gespielt, vor ungefähr 23.000 Leuten. Und das war natürlich schon ein Erlebnis. Diese ausgesprochene Fannähe ist es auch.